So, ihr lieben Menschen, nun die letzte Belehrung für den heutigen Ostersonntag. Und diese Belehrung will ich einem Thema widmen, was in meiner Praxis einen ganz, ganz, ganz großen Stellenwert hat, nämlich der Behandlung und wenn möglich Heilung des Heuschnupfens. Dazu kurz mein spezielles Verhältnis zum Heuschnupfen beschrieben. Einmal hatte ich selbst über 20 Jahre schlimmsten Heuschnupfen, den ich dann mittels Homöopathie und anthroposophischer Medizin zum Glück heilen konnte. Und dieser Heuschnupfen bei mir hatte nachträglich hoch abgesichert erkannt, ganz viel zu tun mit der Unterdrückung meines sinnlichen und auch meines magischen Rituals. Weil wenn man sich anguckt, was ist denn ein Heuschnupfen? Er ist ein Kriegszustand, er ist eine völlig adäquat aggressive Reaktion gegen das Liebesspiel der Natur. Wir sind im Grunde allergisch, wir kämpfen, wir bringen uns fast um in einem Kampf gegen die Liebessekrete der sich im Frühling vereinigenden Natur. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, jetzt fängt es an zu regnen. Ich hoffe, die Regentropfen lassen mich trotzdem weiter hörbar sein. Wenn man sich diese Signatur anschaut, was ist denn überhaupt ein Heuschnupfen? Dann wird es einem auch klar, wo das Problem eines Menschen liegt, in seinem gegen die Lebendigkeit kämpfen, in seinem gegen die Fruchtbarkeit, gegen die Lust, gegen die Zärtlichkeit kämpfen in diesem natürlichen Kontext. Ja, wie werde ich in meiner Praxis jemand behandeln, der zu mir kommt und sagt, aber mein Hauptproblem ist mein Heuschnupfen. Ich kann nicht richtig schlafen, ich kann nicht richtig atmen, ich kann nicht mit der Emma auf der Banke an der krumme Lanke sitzen, ich kann nicht mehr knutschen, weil immer meine Nase verstopft ist, gerade in lauen Frühlingsnächten. Baba, mein Leben hat eigentlich keinen wirklichen Sinn mehr in diesen schönsten Monaten des Jahres. Bis jetzt habe ich immer Kortisonspritzen gekriegt oder habe mich mit Antihistaminika zuklatschen lassen, was ja alles ganz viel Lebensenergie kostet und auch langfristig viele, viele, viele Nebenwirkungen hat. Bitte, bitte hilf mir. Und hier sage ich natürlich das, was ich immer sage, egal womit jemand zu mir kommt, lass dich testen, lass dich untersuchen, was dein Energiesystem ganz individuell braucht, um diese Erkrankung, und nennen wir sie jetzt Polynose, die aber für mich ja auch nichts anderes ist, wie der Ausdruck einer Störung unserer uns am Leben erhaltenen Lebenskraft. Was braucht dein System? Also auch hier empfehle ich im Grunde die Austestung eines individuellen Fragebogens und das dann Abarbeiten dieses Fragebogens mit denen, die die Tester speziell für die getesteten Methoden herausgetestet haben. Das ist für mich der demokratischste, inzwischen kann ich auch sagen, der effektivste Weg, den ich kenne, um Krankheiten zu heilen, zu lindern, zu erlösen, zu verwandeln, zu regulieren, zu korrigieren, zu entleugnen. Ja, was testen meine Patienten am häufigsten, die mit Polynose zu mir kommen? Und da steht natürlich an allererster Stelle die Homöopathie. Einmal die prozessorientiert, themenorientierte Homöopathie, wo es tatsächlich ganz viel und um unterdrückte, verleugnete Lust geht, aber auch bei einigen, ungefähr 5%, die miasmatische Homöopathie nach Guinot. Und je nachdem,
welche Art von Homöopathie der Klient testet, liefere ich ihm auch die Homöopathie, die sein Energiesystem von mir haben will. Wobei, das kann sich auch im Rahmen einer Behandlung ändern, weil meine Tester testen ja immer am Ende eines Tests, wann die nächste Nachtestung stattfinden soll. Oder ich empfehle, wenn das, was auf dem Bogen abgearbeitet ist, getan ist, sich sowieso immer noch mal nachtesten zu lassen. Ich will jetzt nichts über einzelne Mittel sagen. Im miasmatischen Bereich bin ich ja von Peter Gino ausgebildet worden und ich benutze auch sein Symptomenlexikon. Und ich kann sagen, wenn es testet, dann wird ja von meinen Testern immer noch die aktive, behandlungsbedürftige miasmatische Ebene ausgetestet. Dann ist diese Behandlung auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wenn wir prozessorientiert arbeiten, kommen natürlich alle Mittel in die nähere Wahl, wo es um Unterdrückung und Verleugnung von Sexualität geht. Da kommt Staphysagria ganz oben, da kommt Medurinum als eines der erfolgreichsten Mittel bei Heuschnupfen meiner Arbeit, das Mittel, was auch meinen Heuschnupfen heilte. Da kommt natürlich Arsen ganz weit oben, das Mittel, was ein großes Verbot hat auf Sexualität, Wollust und fließende Körpersäfte. Da kommt aber auch die Zwiebel als wichtigstes akutes Mittel, Allium cepa. Und wir wissen ja, dass in vielen yogischen Bewegungen die Zwiebel untersagt ist zu essen, weil sie unsere Sexualkräfte so anregt. Dann kommen aber noch Mittel in die nähere Wahl, die wir selbst erforscht haben. Freudefluss. Es kommt aber auch das Mittel Sperma in die nähere Wahl, entweder als Autonosode oder eben ja zu beziehen aus anderen Quellen. Also hier kann man eben weiter nachtesten oder nach Primärtest macht man seine Repertorisationen, kann die dann herausgekommenen Mittel auch nochmal nachtesten. Es gibt ja unterschiedliche Testverfahren. Ich verweise einfach mal auf die Präsentation des Armlängentests von Susan Schamfuß auf unseren Hexentagen in Berlin und Hessen, aber ich kann auch die total tollen Testkurse von Heidi Barth, von Alexandra Engelbrecht oder von Donald Guss empfehlen. Also wir haben ja hier ein ganz grandioses Feld von Testern. Ich weiß, eine meiner Testerinnen, die Nora Sonnenberg, die macht auch Individualeinführungen in Testungen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, im Grunde das Testen zu erlernen und dann wirklich als demokratischer Mediziner tätig sein zu können. Ja, und kommen wir dann ein bisschen weiter. Was testet dann noch sehr stark und was ist auch sehr, sehr stark bewährt? Da gibt es den Hinweis von Rudolf Steiner, dass man bei Heuschnupfen mit Auszügen aus Quitte und Zitrone arbeiten sollte. Die Firma Wahler hat da ein ganz wunderbares Präparat hergestellt, das Gencido, Gencydo. Alles nochmal nachzulesen, auch auf dem Skript, was ich im Facebook posten werde zu dem Thema. Ja, und dieses Gencido, ich empfehle die 7% Ampullen, wird im Grunde inhaliert. In der Inselapotheke gibt es sehr preiswerte Inhalationsmaschinen und da erlebe ich oft sogar spontan schon Linderungen der Symptome. Vielleicht heilt Gencido nicht auf einer tiefen psychologisch-miasmatischen Ebene, aber es braucht ja oft eine Zeit trotz Testung für den Patienten das kausal heilerische Mittel zu finden. Und da kann zum Beispiel so eine Anwendung wie Gencido wahnsinnig lindern, helfen, regulieren. Die zweite stark lindernde Anwendung, und da sind wir schon wieder bei Medurinum, Shiva, Shivambu, das Wasser des Shivas, ist der Eigenurin.
der ja zum Beispiel in Indien eine der weit verbreitetsten Therapieformen ist. Und mit diesem Eigenurin arbeiten wir wie folgt. Wir haben in der Inselapotheke Berlin-Charlottenburg Eigenurin-Klistiere nach Krüger und die füllen wir 2 bis 3 Mal, wenn es schlimm ist, nachher einmal täglich mit frisch gelassenem Eigenurin und geben je nach Verträglichkeit, sprich Testung, einige Tropfen von Krügers Heuschnupfentropfen in diesen Eigenurin mit hinein. Der nicht homöopathische Hauptbestandteil der Heuschnupfentropfen ist die Urtinktur von Propolis, dem Kittharz der Bienen, einem unbeschreiblich hilfreichen Mittel bei Heuschnupfen. Und das klistrieren wir uns dann, sprich diese Heuschnupfentropfen nach Krüger, wo auch noch Pollen drin ist, wo Spenglasane drin sind, wo auch Allium cepa drin ist. Die nehmen wir auch oral zu uns und die sind nur in der Inselapotheke Charlottenburg zu beziehen. Man kann da auch anrufen und dann schicken die einem die Heuschnupfentropfen nach Krüger, siehe auch Facebook-Post. Ja, und dann möchte ich euch noch ganz, ganz doll auf das Schwarzkümmelöl hinweisen. Ich benutze da vegane Kapseln aus Ägypten. Ein ganz tolles Mittel bei Heuschnupfen. Der Prophet Mohammed sagte, der Schwarzkümmel heilt alles, außer den Tod, weiß ich nicht. Vielleicht hat ja auch der Prophet Mohammed zu hysterischen Superlativen geneigt wie ich. Ich kann einfach nur sagen, dass bei vielen, vielen hundert meinen Patienten der Schwarzkümmel eine große, große Hilfestellung hat. Und auch wenn es die klassischen Homöopathen nicht so gerne hören, ich ehre sie trotzdem über alle Maßen, wenn sie mich nur machen lassen, wie ich möchte. Es testet tatsächlich bei mir in meiner Praxis und vielleicht sind es ja auch nur die, die zu mir passen, die zu mir kommen, kein Patient nur ein Format. Die meisten bei mir, fast alle, testen Homöopathie. Aber dann testen viele dazu Schwarzkümmel und oder Klistier und oder Gensido und oder zum Beispiel schamanische Medizin, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, weil das nochmal zu komplex ist. Das sollte man wirklich nicht ohne Testung durchführen. Viele testen gerade im akuten Zustand Ohrakupunktur, die sehr, sehr gut helfen kann, auch gerade wenn es asthmatische Reaktionen gibt, aber auch die Körperakupunktur, klassisch chinesische Medizin, klassisch europäische Phytotherapie kann bei Heuschnupfen, wenn denn getestet wird, fantastisch helfen. Also es gibt ganz viele Wege, wo ich auch nur noch mal darauf hinweisen möchte, steht auch auf meinem Testchart mit drauf für den Heuschnupfen. Die Spenglasane oft ganz hilfreich, aber wie schon gesagt, verlassen wir uns auf die Weisheit des Energiesystems unserer Klienten, lassen wir sie testen und machen dann als erster Diener der Energiesysteme das, was unserer Souverän, das Energiesystem des Patienten, von uns möchte, was sein Bedürfnis ist, was wir für dieses Energiesystem tun. Ja, Medurinum, fließendes Glied. Ich sage immer, wenn es in der Lende nicht mehr fließt, fließt es in der Nase. Bestimmt gibt es auch sonst andere Gründe dafür, warum es so ist. Meine Schüler wissen ja, bei uns steht in Flammenschrift von allen Hellsichtigen leicht wahrnehmbar über unserer Tafel im großen Klassenraum, wenn immer Krüger sagt, irgendetwas ist so, gibt es mindestens 1000 Ausnahmen. Und diese 1000 Ausnahmen gibt es natürlich auch bei dem, was ich jetzt gesagt habe. Es gibt bestimmt viele Menschen, die kriegen ein Kügelchen und ihr 20-jähriger Heuschnupfen ist verschwunden. Die kommen halt scheinbar nicht zu mir. Es gibt auch Menschen, die kriegen eine Nadel gestochen und ihr lebenslanger Heuschnupfen ist weg. Auch die habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Zu mir kommen, und das sagen dann eben auch die Tests, Menschen, die durchaus
eine ganzheitliche, holistische Behandlung wollen und da ich die für mich auch möchte. Wobei ich habe ja schon viele Wunder erlebt. Eine Intervention, ein Kügelchen, 25 Jahre Migräne weg. Eine Intervention, Timeline, Beate Latour, 95% aller meiner Existenzängste weg. Ich kenne das ja, dass das manchmal so ist. Aber ich kenne das eben auch bei tausenden Patienten und bei vielen, vielen Leiden, die ich hatte, dass es eben nicht nur mit einem Kügelchen, mit einer Nadel, mit einer Timeline geht. Ja, wir müssen uns da nicht so viele Gedanken machen, weil wir verneigen uns demütig vor der allwissenden Lebenskraft und führen genau ihre Anweisungen aus. Ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte, vielen, vielen eurer Patienten zu helfen, dieses Jahr, den Rest eurer Praxislebenszeit, und dass es wieder an den rechten Stellen fließt und dass wir in einen tiefen Frieden mit der Natur und mit dem Liebesspiel der Natur kommen. Und ich denke, dass das nicht nur dann zu persönlicher Heilung führt, sondern wer nicht im Krieg ist gegen die Natur und ihre Liebe, glaube ich, behandelt die Natur auch völlig anders. Er wird sich viel mehr um Ökonomie, um Ökologie, um Zärtlichkeit, um Frieden kümmern, weil nur wer in sich Frieden hat mit seiner Natur, kann im Außen auch Frieden haben. Das ist ja der alte Satz des großen Magiers Hermes Trismegistos oder so ähnlich spricht er sich aus. Sorry für meine leichte Fremdwortelegasthenie. Der mal sagte, wie innen, so außen. Und nur wenn wir im Innen befriedet sind, können wir an einer friedlichen Welt mitarbeiten. Darum können Menschen, die innerlich im Krieg sind, und da können sie auch noch so revolutionär und links und grün und weiß ich was alles sein, können eigentlich gar keinen Frieden erschaffen, weil es ja in ihnen noch so viel unendlichen Krieg gibt. Ja, rettet die Zärtlichkeit, schafft Frieden gerade zu Ostern, schafft Frieden in euch und damit in der Welt. Und oft muss man gar keine riesigen Analysen machen, keine 100 schamanischen Behandlungen. Oft reicht der Einstieg über den Heuschnupfen und über den Testchart. Und alleine die Heilung eines Heuschnupfens, die ja immer Heilung eines Ausdrucks, einer Gesamtstörung der Lebensenergie ist, wie Hahnemann sagt, kann einen Menschen schon völlig befreien und verwandeln. In diesem Sinne, frohe Ostern, brennende, zärtliche Lenden und Häute und Seelen. Mögen alle Wesen befreit sein, mögen alle Wesen Frieden schließen, mögen alle Wesen, ja, weite Lungen und freie Nasen haben. Adieu, ich liebe euch und ich wünsche euch, dass ihr mit diesen kleinen Belehrungen etwas anfangen könnt. Zum Wohle von euch, der Welt und euren Patienten. Adieu und Horido, Chapeau, euer Andreas.